König Bhumibol und Königin Sirikit von Thailand, sie galten einmal als das Traumpaar aller bunten Blätter weltweit und ihr aufpolierter Glanz blendete Demokraten wie Royalisten, Diktatoren wie Revolutionäre. Doch das hat sich gründlich geändert. Das Königspaar ist gealtert und die Macht ist brüchiger geworden. Jetzt ist Königstreue zum Kampfbegriff geworden und Majestätsbeleidigung zur politischen Waffe. Kritik am König wird streng geahndet. Die Angst vor staatlicher Willkür ist an die Stelle von früherem Glanz getreten, wie Robert Hettkemper berichtet. Thailands König Bhumibol genießt eine Verehrung in seinem Land wie kaum ein anderer Monarch dieser Welt. Aber auch in keinem anderen Land der Erde wird das Delikt der Majestätsbeleidigung so oft und so streng geahndet wie in Thailand. Der König verlässt nur noch selten das Krankenhaus. Hier veranstaltet man Schaukämpfe für ihn. Er sieht dem zu, alt und müde. Sein Bild prangt überall im Land, auch hier an einem der größten Gefängnisse von Thailand. Hier ist ein Mann inhaftiert, der den König beleidigt haben soll. Seine Frau Rosamalin kommt fast täglich hierher, um ihn in der Haft zu besuchen. Thailands Fernsehen war dabei, als Ampol Thaknopakul im August 2010 verhaftet wird. Er soll von seinem Telefon die Majestät beleidigende SMS verschickt haben. Später wird der 61-Jährige zu 20 Jahren Haft verurteilt. Was er geschrieben haben soll, wird nicht veröffentlicht. Wir wissen gar nichts, sagt seine Frau. Nicht wie, nicht warum. Wir sind nicht gegen den König. Königsbilder überall, an öffentlichen Gebäuden, an Straßen, in fast jedem Haus zu kaufen, im Fachhandel. Aber da ist eben auch der Strafgesetz Paragraph 112, der es jedem Thailänder erlaubt, Anzeige wegen Majestätsbeleidigung zu erstatten. Die Polizei muss dem nachgehen, die Fälle häufen sich. Hunderte von Fällen, sagt der Mann von Amnesty International, anhängig oder schon verurteilt in den letzten 5 Jahren. Die meisten der wegen Majestätsbeleidigung Inhaftierten, sagt er, sind gewaltlose politische Gefangene. Als Bhumibol 1946 König wurde, war er noch keine 30. Geboren in den USA, aufgewachsen in der Schweiz. An der Seite seiner Frau Sirikit bereiste er 1960 die USA und Europa. Ein Triumphzug. Vor allem die Regenbogenpresse war begeistert von der jungen Königin als der schönsten Frau der Welt. So hatten die Thais ihre Königsfamilie bis dahin noch nie gesehen. Volkstümliche Monarchie, der König besorgt um sein Volk und Jazzmusiker. Mit Bhumibol wurde die Monarchie wieder zur zentralen Kraft in Thailand. An seinem 60. Thronjubiläum im Jahr 2006 erlebte Bhumibol einen erneuten Höhepunkt seines Ansehens als höchste moralische Autorität. Aber 3 Monate später stürzte Thailand ins politische Chaos. Es begann mit einem Putsch. Das Militär verjagte den gewählten Ministerpräsidenten Thaksin aus dem Amt. Vorwand, Thaksin habe Majestätsbeleidigung begangen. Seither kommt das Land nicht zur Ruhe. 2008 besetzten Gelbhemden, die sich königstreu nennen, den Flughafen von Bangkok, bis auch die nächste gewählte Regierung gestürzt war. Dagegen standen die Roten, meist Angehörige der Unterschicht. Ihre Partei war aus dem Amt gejagt. Es regierte eine den Gelbhemden genehme Partei der reichen Eliten. 2010 wurden die Roten Proteste niedergewalzt. Der König schwieg dazu, zum tiefen Riss zwischen den politischen Lagern, kein Wort. Chiranut Premchaipon ist wegen Majestätsbeleidigung verurteilt auf Bewährung. Sie betreibt in Bangkok eine Webseite. Besucher ihres Internetforums hatten spekuliert, Kräfte aus der Umgebung des Königs seien am Putsch von 2006 beteiligt gewesen. Das gilt als Majestätsbeleidigung. Sie wirkt eingeschüchtert, formuliert vorsichtig. Das Gesetz, sagt sie, wird als politische Waffe benutzt. Hinzu kommen andere Faktoren in der Gesellschaft, die den Gebrauch dunkler Macht begünstigen. Und das Gesetz gibt denen, die dunkle Macht ausüben wollen, das Werkzeug dazu. Diskussionsveranstaltung an Bangkoks Thammasat-Universität. Thema der Majestätsbeleidigungsparagraf 112. Professor Worachet Pakarat gehört zu einer Gruppe von Akademikern, die den Paragraphen 112 ändern wollen.
Ein Abgeordneter der Demokratischen Partei spricht für den Paragraphen, der selbst gegen ausländische Journalisten angewandt werden kann. Mit diesem Artikel kann jeder angezeigt werden. Verstehen Sie das? Die Strafe ist sehr hoch und wir können eigentlich fast nichts über die Monarchie reden. Dass man über Fakten nicht reden darf. Wer profitiert davon? Was denken Sie? Was denken Sie, wer das profitiert? Auch ich darf es nicht sagen. Ja, das ist meine Antwort. Kronprinz Maha Vajira Longkorn vertritt häufig seinen Vater bei Hofritualen wie hier, dem königlichen Pflügen. Er ist nicht so beliebt wie sein Vater, aber eine öffentliche Debatte über die Thronfolge kann kaum geführt werden wegen des Majestätsbeleidigungsparagraphen. Nur wenige Tage nachdem wir dort seine Frau interviewt hatten, stirbt im Gefängnis der 62-jährige Ampol Tanglopakul an Magenkrebs. Er hatte bis zuletzt beteuert, keine den König beleidigende SMS geschrieben zu haben, wisse nicht mal, wie man Texte verschickt. Seine Frau ruft dem Leichenwagen nach, jetzt kannst du nach Hause. Sein Tod löst spontane Proteste aus, viele Rothemden schließen sich an, auch einige ihrer Anführer sitzen wegen angeblicher Majestätsbeleidigung in Haft. Der Paragraph 112 verhindert die freie Meinungsäußerung in Thailand, sagen seine Kritiker, aber sie sind eine Minderheit. Feiern zum 84. Geburtstag des Königs. Bei den Ritualen dabei Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra, die Schwester des verjagten Thaksin. Sie und ihre Partei stehen den Rothemden nahe, aber auch sie will das Majestätsbeleidigungsgesetz nicht antasten, aus Angst, als nicht königstreu zu erscheinen. Seltsame Ironie, der König selbst hat sich schon vor Jahren gegen das Gesetz ausgesprochen, doch man hörte nicht auf ihn. Ein Podcast von das Erste.de.